Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video, Freunde. Ich weiß, es kamen in letzter Zeit mehr Reaction-Videos als irgendwelche anderen Videos. Das Problem ist allerdings, dass ich gerade gar keine Ahnung habe, was ich für Videos machen kann. Und ja, da die Videos eigentlich immer ziemlich gut ankommen, vor allem die Trippy Boy und Lelano-Videos, also ich meine jetzt nicht unbedingt von den Aufrufen, sondern ich meine aber von den Kommentaren und Bewertungen, dachte ich mir, okay, dann können wir uns jetzt hier auch mal einen Track von Trippy Boy anhören. Ich denke mal, ich kann das Ganze jetzt nicht so krass pushen oder so, aber ja, vielleicht wird einigen das Video hier vorgeschlagen und die hören sich dann auch die anderen Tracks von Trippy Boy an, weil ich muss einfach sagen, neben Lelano natürlich einer der krassesten Rapper, ist ja klar. Ich denke mal, ihr solltet aber eigentlich auch alle Trippy Boy kennen. Aus Lelano Snaps und so, ich meine, wer ihn jetzt nicht kennt, ja, hat auf jeden Fall was verpasst, macht auf jeden Fall richtig geile Musik und bisher habe ich gar noch nicht auf einen Track von ihm reagiert. Ich habe das zwar mal gesagt, eventuell, dass ich es mal mache und ja, ich habe halt bisher nur auf die Features mit Lelano reagiert und deswegen dachte ich mir halt einfach mal, okay, dann können wir das Ganze natürlich auch mal machen und ja, das hat sich jetzt eigentlich ziemlich gut angeboten, weil das letzte Video ist jetzt eine Woche oder so her und jetzt hat er wahrscheinlich Musikvideo. Ja, moin. Einen neuen Track hochgeladen eben. Und ja, der ist Designer. Hier haben wir den heftigen Off-White Nike Collab Jordan 1er hier. Feier ich auf jeden Fall. Krasser Schuh. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns doch einfach mal hier den Track. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es auch wieder so ein richtiger Sommertrack wird oder ob er halt, ja, nicht zu krass so einen sommerlichen Beat hat. Sind so fake und kommen löschen, wenn wir hypen. Meine Mädchen hassen werde, doch sie können alle reiten. Guck mal auf. Okay, also was ich schon mal sagen kann, der Beat hört sich auf jeden Fall geil an, ist mal was komplett anderes, so zu den, was man sonst so hört, feiere ich auf jeden Fall. Alle Hater sind so fake und kommen löschen, wenn wir hypen. Meine Mädchen hassen werde, doch sie können alle reiten. Guck mal auf. Okay, das ist auf jeden Fall eine nice Line hier, Anspielung wieder auf die Pferdemädchen. Voll Designer, doch die Schuhe mit den Steifen. Ich hab Off-White auf dem Backpack und den Gürtel für drei Scheine. Zeppeliner fährt so saft, ich kauf mir die. Also die Reime, die sind auf jeden Fall geil. Ich hab Off-White auf dem Backpack und den Gürtel für drei Scheine. Okay, nice. Berliner Vers, O-Saft, ich kauf mir die. O-Saft ist ja auch ein Track, den er schon mal rausgebracht hat. Hier, O-Saft. Könnt ihr euch natürlich auch gönnen. Seine neue Tasche ist vom Goyard. Outfit immer clean, aber Trippy Boy ist nie sober. Trippy Boy nimmt alles außer Crystal oder Coca. Und alles außer Crystal oder Coca. Also zieht er wahrscheinlich keine Line Kokain. Und ja, auf jeden Fall auch nice. Guck mal meine Kette, sie ist heiß da out. Ich weiß, ich bin der Beste und du weißt auch. Häng nicht mit Verlierern, weil es Zeit drauf. Ich weiß, ich bin der Beste und du weißt auch. Kenn keine Verlierer, ich mach Business mit Gewinnern. Deine Freundin gibt dir Kuss und seine. Also der Beat ist übel geil. Ich guck mal ganz kurz, ob's ob hier. Okay, ne, denn vom Beat hier ist jetzt nichts. Hier, okay. Tja gut, gibt's leider jetzt nicht so auf YouTube oder so. Also er hat jetzt wahrscheinlich keinen ja, normalen YouTube-Freebeat verwendet, sondern gekauft. Money, ich kauf Gucci. Sie will daten, ich will Pussy. Ich mach Geld für. Sie will daten, ich will Pussy, auch nice Line. Und du zusiehst, werfe Scheine auf den Booty, ja. Alle Hater sind so fake und kommen löschen, wenn wir hypen. Meine Mädchen hassen.
Aber was ich wirklich sagen muss, also der Beat, der ist echt unnormal krass, also richtig, richtig heftig. Werde doch sie gerne alle reiten. Guck, mein Outfit voll Designer, doch die Schuhe mit den Steifen. Ich hab auf heute auf dem Backpack und den Gürtel für da scheine. Zeppelin, als wär's so saft. Ich kauf mir Designer, neue Tasche ist vom Goyard. Outfit immer clean, aber Trippy Boy ist nie sober. Trippy Boy nimmt alles außer Chris. Effekte und so ist auch alles wirklich immer krass, aber das ist ja auch bei Lelano so und bei den ganzen anderen Tracks eigentlich, dass die ganzen Effekte, die die da haben und so, ist wirklich echt geil. Autotune und so, das ist echt auch nice abgemischt und alles. Abgemischt ist es, gucken wir mal hier, ja, bei Trippy Boy war mir eigentlich klar. Ja, nice, man. Reich leb. Ich hab keine Zeit mehr, bestell Döner oder Smileys. Gucci, weil ich reich leb. Louis V und Nike. Habe so viel Geld, ist das mein Konto oder IP? Ich hab keine Ahnung, mache Geld. Ist das mein Konto oder IP? Ist auf jeden Fall auch eine nice Line. Also, ja, die IP-Adresse, für die, die es jetzt nicht wissen, ist ja ziemlich lang. Und damit möchte er halt auch sagen, dass sein Kontostand auch so eine große Zahl ist. Ja, ist natürlich bei mir nicht anders, nee, Spaß. Während die Zeit fliegt, 30k die Kette und die Uhr wird deine Breit bringen, ja, ja. Du willst Feature, doch ich weiß nicht, alle machen Autotune und denken, dass sie gleich sind, ja, ja. Droppe diesen Song und du merkst, dass ich dir so rein bin, dass ich dir so rein bin. Zeppelin als wäre so lose, neue Tasche ist von Goya. Also wirklich diese Effekte, die sind richtig, richtig heftig. Alle Hater sind so fake und kommen löschen, wenn wir hypen. Meine Mädchen hassen Pferde, doch sie gerne alle reiten. Guck, mein Outfit voll Designer, doch die Schuhe mit den Steifen. Ich hab auf heute auf dem Backpack und den Gürtel für drei Scheine. Zeppelin, als wär's so saft. Ich kauf mir Designer, neue Tasche ist von Goyard. Outfit immer clean, aber Trippy Boy ist nie sober. Trippy Boy nimmt alles außer Crystal oder Coca. Kann ich jetzt auch dazu sagen, also ich muss sagen, für mich persönlich ist es von Trippy jetzt der beste Track eigentlich, werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit oft anhören, kann ich auch schon mal sagen, weil ist einfach mega krass der Track. Wie schon gesagt, der Beat, der ist halt auch einfach richtig, richtig krass, also wirklich überheftig und ja, wie gesagt, Effekte, alles ist echt richtig gut. Die anderen Tracks von ihm finde ich ja auch eigentlich alle ziemlich gut, aber der hier finde ich der sticht irgendwie heraus, also ich finde, der ist wirklich richtig geil, auch die Reime und so, was er da alles gebracht hat, einfach nur geil, kann ich jetzt in dem Fall auch keine Verbesserungsvorschläge geben, wenn ich sowas überhaupt machen sollte, weil ich ja selbst jetzt nicht irgendwie im Musikbereich tätig bin oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall krass, so, ich verlinke es euch auf jeden Fall mal alles unten, den Track gibt es ja, glaube ich, auch bei Amazon, und so, da könnt ihr euch den auf jeden Fall gönnen, auch bei Spotify und so. Und ja, wie gesagt, Links sind alle in der Videobeschreibung. Gönnt euch den Track einfach mal bei Amazon. Ich meine, der ist eh nicht teuer, so Tracks kann man sich doch einfach mal gönnen, Freunde. Unterstützt ihn auf jeden Fall. Und lasst ihm mal auf jeden Fall ein Abo da, weil er hat momentan nur 8k und macht wirklich richtig krasse Musik. Deswegen kann ich es euch eigentlich nur empfehlen. Und ja. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.